Sie haben zwar den gleichen Familiennamen, können aber auf den ersten Blick unterschiedlicher kaum sein. Der eine ist ein Arbeitsgerät, der andere soll hauptsächlich Spaß machen. Der eine ist fast 3,30 Meter hoch, der andere knapp 1,19 Meter flach. Der eine wiegt gut 1,5 Tonnen, der andere rund 10. Aber eins haben beide, mächtig Power. Lamborghini gegen Lamborghini oder Gallardos beider gegen R8 270 DCR. Lamborghini steht für die meisten für brutale, reinrassige Sportwagen. Kaum einer weiß, dass die Italiener auch im Landmaschinenbau einen richtig guten Namen haben. Kompromisslos sind sie beide. Der R8 mit 270 PS und 1035 Newtonmetern Drehmoment. Topspeed rund 50 km/h. Der Gallardo Spider mit 560 PS Leistung und 540 Newtonmetern, einer der schnellsten Sportwagen überhaupt. 324 km/h sind möglich. Die Beschleunigung brutal. In 4 Sekunden ist die 100er Marke erreicht. Möglich macht das ein V10-Motor mit knapp 5 Litern Hubraum und Allradantrieb. Anschaffungskosten offensive 201.015 Euro. Fast ein Schnäppchen dagegen, die 194.053 Euro, die für den R8 fällig werden. Fürs Geld gibt's 6 Zylinder und 7,1 Liter Hubraum. Der bärige Common Rail Diesel verträgt auch 100% Biodiesel und zieht richtig was weg. Egal auf welchem Untergrund und bei welchem Wetter. Das gilt auch an der Tankstelle. Wer den R8 mal eben voll tanken möchte, der braucht Geduld und ein dickes Portemonnaie. 585 Liter passen in die Kunststofftanks und die sind je nach Einsatzgebiet auch ganz schön schnell wieder weg. Da fährt der Gallardo doch in anderen Dimensionen. 80 Liter passen in seinen Tank, der Verbrauch liegt bei 14 Litern super auf 100 Kilometer. Interessant auch der Reifenvergleich. Normalerweise macht der Gallardo mit seinen 295 30 ZR19 hinten ganz schön Eindruck, aber gegen die 710 70 R42 des R8 hat er wirklich keine Chance. Und welcher ist am Ende der beeindruckendere? Ganz klar, der Traktor. Die gewaltigen Dimensionen, die unglaubliche Wucht der Erscheinung, die erst in der Stadt so richtig deutlich wird.